The One Never Seen. Sony hat eine neue Kamera rausgebracht, Alpha 1. Und wie es sich in Praxis schlägt, das erzähle ich euch jetzt. Mit dieser neuen Kamera, oder besser gesagt Kameraserie, hat Sony einen neuen Maßstab gesetzt im absoluten High-End. Und zwar richtet sich die Kamera an die professionellen Hybrid-Fotografen und Filmemacher, die ich beides haben und überall eigentlich die beste Kamera dabei haben. Bisher war es so, dass ich bei der Sony, bei der Alpha 7 Serie oder Alpha 9 Serie mich immer entscheiden musste, welchen Anwendungsbereich ich abdecken will. Habe ich eine A7 R4, dann bin ich vielleicht eher der Portrait-Studiofotograf, der einen Sensor mit höherer Auflösung will. Oder habe ich dann eher eine Sony A7 S3, die extrem gut im Lowlight ist und super Videospecs hat. Oder habe ich eine Alpha 9 Mark II, die enorm schnell ist, also der typische Sportfotograf. Und jetzt habe ich eine Kamera, die eigentlich alles in einem vereint. Und darum finde ich auch, dass die Kamera zwar teuer ist, aber wenn man denkt, dass ich mir eine A7 R4 sparen kann, A7 S3 kann sparen und eine A9 Mark II kann sparen, dann bin ich relativ günstig dran. Und was denn die Kamera alles kann, das erzähle ich euch in diesem Video. Ich durfte mit der Florence Gross mitgehen, die Kamera, die Sony Alpha 1, zu testen. Die Flo ist eine Schweizer Outdoor- und Tourismusfotografin und Filmemacherin und kennt die Sony-Kameras bereits. Sie war aber auch gespannt, wie sich die Sony Alpha 1 jetzt in Praxis schlägt. Und das wollen wir jetzt wirklich ausprobieren. Der erste Test war, draussen im Wald einen Trailrunner herumsäckeln, für die Videokapazitäten zu testen, die 4K 100 Frames auszuprobieren. Alles von diesem Video ist im S-Log 3 gedreht worden und im Autofokus. Gerade am gleichen Ort haben wir von Andreas noch ein paar Fotos gemacht, weil wir die hohe Auflösung von diesem Sensor, die 50 Megapixel, im Zusammenhang mit den 30 Frames per Second Serienbilder noch schnell ausloten. Und zwar ist es schon erstaunlich, wie schnell das durchrattert. Es ist schon fast ein Film, der durchgeht, aber in voller Auflösung und die Fotos dann in RAW können zu brauchen. Ein Detail, das mich auch noch erstaunt hat, das bisher nicht so aufgefallen ist oder nie darüber geredet wurde, ist, im Zusammenhang mit den neuen Speicherkarten sind die 50 Megapixel gar nicht mehr so ein Thema. Und zwar habe ich kaum Ladezeiten von Fotos. Ich kann die 30 Bilder pro Sekunde durchschießen und zwar wirklich lang durchschießen. Der Buffer ist irgendwann mal voll, aber nach einer sehr, sehr langen Zeit und braucht aber mega, mega kurze Zeit, für die Daten auf die Speicherkarte abzuspeichern. Das heisst, man kann während dem Abspeichern sogar wieder Settings machen oder Bilder sogar schon anschauen, bevor sie überhaupt auf der Speicherkarte komplett geschrieben sind. Und die Kamera ist komplett bedienbar. Das war vorher bei den vorherigen Generationen manchmal so ein nerviger Punkt gewesen, weil man noch ein paar Sekunden müssen warten, bevor die Kamera überhaupt wieder einsatzfähig ist. Und das entfällt jetzt komplett. Sie ist jederzeit parat. Auch für alle Studiofotografen, die blitzen mit dieser Kamera, sind drei neue Features dazugekommen, die ich mega wichtig finde. Das erste ist, ich kann jetzt mit dem elektronischen Verschlussvorhang blitzen. Das zweite, ich kann mit dem mechanischen Verschlussvorhang blitzen, weil der ist komplett neu gemacht, und zwar bis zu einer 400. Sekunde. Und das dritte ist ein kleines Detail, das ich aber noch wichtig finde, und zwar, sobald ich einen Blitz auf die Kamera oben drauf tue oder einen Blitzauslöser oben drauf tue, schaltet die Kamera automatisch um, für die Einstellung der Kamera, die Blendeverschlusszeit ISO, zu ignorieren und direkt den Live-View so anzuzeigen, als wäre es optischer Sucher immer eine konstante Helligkeit. So ein Setting klingt jetzt noch nicht viel oder ist manchmal schwierig zu verstehen. Für alle Blitzer, die kennen das Problem, dass sie jedes Mal im Menü müssen umstellen, die Einstellung, sobald sie den Blitz vornehmen. Weil sobald ich mit dem Blitz arbeiten will, ist ja mein Licht einmal per se im Raum einmal dunkel. Stelle meine Kamera aber mit diesen Settings, blende die Verschlusszeit ISO so ein, dass sie dann passen, wenn der Blitz abgeht. Aber solange ich noch nicht blitze und kann es der Kamera schauen, fokussieren, am Model vielleicht Anweisungen geben, ist meine Kamera sonst auch dunkel gewesen, weil sie ja noch nicht blitzt hat.
Und genau das ist jetzt angegangen worden, dass alles vollautomatisch funktioniert. Das ist super. Für die 30 Bilder pro Sekunde zu erreichen, hat Sony einen neuen Sensor mit einer viel schnelleren Auslesegeschwindigkeit machen. Und zwar gehen die 30 Bilder pro Sekunde einfach im elektronischen Verschluss. Der elektronische Verschluss hat man früher in den vorherigen Generationen auch ein bisschen gemieden, weil dort war meistens das Problem mit extrem schnellen Verschlusszeiten, dass man einen Rolling-Shutter-Effekt hat bekommen. Mit dem neuen Sensor ist die Auslesegeschwindigkeit enorm verkürzt worden und man kann jetzt sogar den Rolling-Shutter-Effekt auf ein Minimum reduzieren. Daraufhin kann man sogar eine 32.000stel Verschlusszeit fotografieren und sogar damit blitzen. Auch in Sachen ISO-Performance hat sich die Kamera in meinem kurzen Test geschlagen wie erwartet. Ich habe neben der A7 R4 und die A7 S3 vorgenommen und habe die kurz miteinander verglichen. Sie bewegt sich etwa so zwischen diesen beiden Kameras. Und zwar hat sie eigentlich ein sehr, sehr tiefes Rauschen, so ein wie eine A7 S3, aber trotzdem eine sehr hohe Zeichnung an Details. Das Gehäuse aussen ist sehr, sehr nah an der A9 Mark II und an der A7 S3 angelehnt. Alle neuen Features, das neue Menü, ist genau gleich wie die A7 S3, nur hat sie zusätzlich oben noch ein Rädchen mehr oder respektive zwei Rädchen mehr, wie man es von der A9-Serie kennt. Das zweite Szenario ist eine Tricking-Session mit Micha Hurni. Wir konnten die Kamera bei Lowlight testen und wirklich bei sehr, sehr schlechtem Licht. Wir hatten nur das Licht, das Gegenlicht von der Dekoration. Und da sind alle Fotos und Videos mit über 20.000 ISO entstanden. Auch in diesem Video sind alle Aufnahmen im S-Log 3 gedreht worden und mit dem Autofokus. Die Kamera kann sogar 8K bei 25 Bilder pro Sekunde in einem 4:2:0-10-Bit-Format aufzeichnen. Was das heisst, zeige ich euch kurz in einem Beispiel. Ich kann zum Beispiel bei diesem 8K-Footage auf 4K reinschneiden oder sogar auf Full HD reinschneiden. 8K ist jetzt für im Moment sicher nicht für alle mega spannend. Aber wenn ich Videos machen will, wo ich durchaus mal Ausschnitte daraus nehmen will und trotzdem noch die Bildqualität beibehalten, kann das extrem nützlich sein. Ein Detail im Video möchte ich noch hervorheben, und zwar ist das der S-Cinetone. Cinetone ist ein Fotoprofil, ein Bildprofil, das ich im Video rein tun kann, für direkt, ohne das Footage graden, direkt einen schönen cineastischen Look auf dem Video haben. So, da habt ihr gesehen, wie sich die Kamera in Praxis schlägt. Ich finde, es ist ein mega gelungenes Produkt. Wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt, schaut bei uns auf zomirent.ch vorbei. Dann könnt ihr sie mieten. Wir probieren sie schnellstmöglich dort drinnen zu haben. Und wir nehmen natürlich auch sehr gerne Vorbestellungen entgegen und schauen, dass wir sie schnellstmöglich auch im Laden haben. Bis zum nächsten Mal.